Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NEF Match Map. Tja, alle Teams, alle Ziele von heutigen Tag schon erreicht oder muss noch gearbeitet werden? Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. 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 Wir fangen auch gleich an zu arbeiten, oder? Muss Gerd ja, fragen. Ja, genau. Ja. Wir müssen noch arbeiten, ja. Ja, wir müssen auch noch tun. Ich muss den Finanzminister fragen. Müssen wir noch arbeiten? Ich? Ja, du bist Finanzminister. So sieht's in Holland aus. 24 müsste geflügt werden und 28 müsste geflügt werden. 22 können wir schon wieder ansehen. Dann hauen wir mal auf. Doch gut, Pappeln. Oder nicht? Mhm, Pappeln, genau. Ja. Meine Frau hat gesagt, sie kommt vorbei mit der kurzen Wert. Kannst du zu uns auch kommen? Ihr seid aber ein bisschen weiter weg als Gerd. Gerd, ach so, ja. Vielleicht 200 Kilometer. Genau, Thema ist immer noch ungerechte Schneeverteilung in Deutschland. Große Überschrift, ungerechte Schneeverteilung in Deutschland auf jeden Fall. Ja, wir tatsächlich gar nichts. Ich sagte gerade eben schon vor der Aufnahme, mein Sohn hat sich Bock, extrem schau mal in die gefreut, Gruppe. Weil so ein bisschen Grieselschnee hatte sich in der Rutsche gesammelt und das war nachher eine Handvoll Schnee. Das war es bisher, was wir hier bei uns hatten. Eine Handvoll Schnee von einem vierjährigen Kind. Ich nix. Also, ne? Und selbst also in der Gefriertruhe ist mehr Schnee. Hey, hey, hey. Ja, vielleicht könnt ihr mal eine Kühlbox fertig machen. Wenn du mehr Schnee ist, hast du sie schlecht eingestellt, ne? Ja. Das glaube ich auch. Ja, die friert ja mit der Zeit einfach zusammen. Dann ist zu wenig drin in der Gefriertruhe, dass sich dort Schnee bilden kann. Die war... Oder so, ja. Eis. Auf alle Fälle den Fehler. Ich finde den Fehler. Wir du kannst nicht. Zum Schlittenfahren hier runterkommen. Du ja. Musst aber Nicknacks mitbringen, gell? Nicknacks. Ja, Nicknacks ist gar kein Problem, aber ich glaube, die überleben die Fahrt nicht bis nach euch. Also ja. Dann musst du halt so eine extra 2 Kilo Tüte separat verpacken, verschließen und. Problem ist ja, man darf sich ja nicht treffen mit irgendwie mehreren Leuten, ne? Matze, die schicke ich dann mit der Post. Ja, leider. Wäre für mich kein Thema. Ich fahre eben zum Großmarkt und Woolworth. Ja, ich hier auch. Aber du hast mal was erzählt vom Werksverkauf, 2 Kilo. Ja, bei Stork. Bock Riesen. Apropos, Marcel, hast du mal geguckt auf die Website? Ehrlich gesagt, nein. Oh. Wolltest du nicht was schicken? Danny? Ja, also wollte ich. Ja, was denn? Den Lager bei dem BGA hat Lech. So? Da wird ah, leer. Hast du versucht? Soll ich mal versuchen? Ich habe jetzt was reinzuwerfen und der bleibt hier. Wie viel das dauert ja ein bisschen, ne? Wegen Input und Output. Ja, aber... Wie viel ist der bei dir? Der ist irgendwie auf aus. Irgendwas ist kaputt mit diesem Synchro wahrscheinlich wegen diesem Nullgeschwindigkeit. Da sind praktisch 260.000 Liter im Input. Jetzt ist es auch jetzt ist es da. Ah. Musst du einmal auf Start drücken. Komisch. Ach so. Also falls ihr Beinlagerhallen habt, vielleicht sind die auf Stopp. Oder irgendjemand hat das auf Stopp gedrückt. Aus Versehen. Kann natürlich auch. Team Bauhof, ihr könnt mir den Lohner wieder wegnehmen. Dann glücklich ist der 150.000 nicht weg. Nee, sogar noch mehr dann wieder da, weil die andere Ladung sich dann auch irgendwie. Wahrscheinlich war letztes Mal auch schon was. 260.000 sind das jetzt ja da. So, also wenn ihr die Folge seht, das ist jetzt Dienstag, dann liebe Leute auf YouTube, oder? Heute Abend oder heute, ja, ich weiß gar nicht genau wann, aber ich denke heute Abend hinter dir, vor die dir. Erste Folge vom neuen Projekt Tropico mit Salazar, Gerd und auch Gio, oder? Ist das nicht was geändert? Ja. Theoretisch heute die erste Folge auf YouTube, gestern Abend war der Livestream, aber Livestream läuft auf Twitch, Folge kommt auf YouTube. So wie ähnlich auch mit dem hier Kingdoms Reborn.
Und wir wollten nochmal schnacken, also wegen Übungen. Also Gerd, du hast jetzt irgendein Tutorial gemacht oder was hast du, wie weit hast du? Ich habe 3 Folgen Tutorial gemacht, aber ich finde das schwierig. Das ist, glaube ich, auch nicht leicht. Ne, das ist schon ziemlich umfangreich, das Spiel. Also Tropico ist schon relativ schwer, weil man die Wirtschaft ganz schön im Blick behalten muss. Ja. Was ist Tropico genau? Aufbaustrategie, würde ich sagen, ne? Ja, so Wirtschaftssimulation. Halt spezielle Wirtschaft wie von Kuba, weil du versuchst, Präsidentin zu bleiben, ja? Ah. Gegen den Willen des Volkes. Bisschen Diktatur. Aha, das heißt, ein Fehler, sie sägen dich ab. Ah, so schlimm ist es nicht, aber. Es hieß ja schon, der Bürgermeister wird El Presidente. Also mein Aufstieg vom Bürgermeister zum El Presidente. Das kommt her. Aber kann auch schnell zu Ende sein, ja, mal gucken. Und wir wollen ja, wie gesagt, das ist Multiplayer gegeneinander. Miteinander mal schauen. Also ich habe in Tropico 6 mal 10 Minuten reingeguckt. Gut, es ist mir nicht allzu schwer gefallen, weil ich Tropico 5 schon gespielt habe. Ja, deswegen. Ich kann jeder ruhig ein bisschen reingucken, aber jetzt nicht großen halten, nicht schon vorsuchten stundenlang, sondern also ich werde mich auch nochmal, wahrscheinlich morgen ja, sonst wird es, oder Montag, muss ich gucken, oder Montag nochmal eine Stunde damit beschäftigen, dass ich zumindest die Menüs einmal gesehen habe, die Steuerung einmal gesehen habe und überhaupt den Aufbau des Spiels. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Tropico war, glaube ich 2 oder Tropico 1, was ich jetzt habe. Große Nachfrage da rein. Noch nie gespielt. Was hast du, Jenny? War das beim Adventskalender drin? Das nee, liegt daran, okay, ich glaube, das ist noch vor meiner, das war noch vor meiner YouTube-Zeit, glaube ich. Was ich was für? Tropico 5 war im Adventskalender, Jenny. Ja, bei Epic, dabei. Bei Epic Store meinst du? Ja. Da war das drin, okay. Hab ich nicht, das hatte ich ja nicht. Okay, ich wechsle mal den Drescher, weil meiner spinnt irgendwie. Tanken, oder? Salazar, was sagst du? Du hast das falsche Modell gekauft, deshalb kriegst du den nicht ab. Von dem Frontlader gibt es 2 Modelle und eine passt, beide passen zwar rauf, aber einer geht nicht mehr runter. Okay. So, ich hab mal ab. Wieso wolltest du das jetzt auch haben? Weil er im Weg war. So viel zur Absprache. Hm. Mhm, wieso? Naja, ich hätte das, was ich mache, ja auch mit dem Fan machen können. Ja, okay, gut. Stimmt. Ja, Marcel, du hättest noch Windows-Versionen übrig gehabt, oder was war das? Ja. Das sind zu viele Windows-Versionen. Es gab nicht jetzt letzte Weihnachten, sondern davor das Jahr Weihnachten, so von so einer Internetseite einen Adventskalender. Mhm. Da war jeden Tag dann entweder eine Office-Version oder eine Windows-Version für irgendwie ein paar Centen oder maximal einen Euro drin. Und da habe ich mir dann einige von gegönnt. Okay. 10 oder was? Windows 10, ja. Braucht es nämlich noch für meinen Versuch, ein Mining-Rig auf und zu bringen. Eins für meinen Lappy. Ich muss nachher mal oder die Tage mal eben reinschauen, was ich da noch so hab. Ich hab mir jetzt eins bestellt, wie gesagt. Das ist auch schon gekriegt. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist die Festplatte. Hab ich überlegt, ich habe ja noch, also ich hab noch HD, also die ganz normalen Standard-Festplatten habe ich noch 2 auf dem Dachboden liegen. Aber die dafür jetzt anzuschließen und dann irgendwie nächste Woche eine SSD zu kriegen, eine kleine, dann dachte ich, ach komm, Tage ist auch egal. Aber schockt mal, sich wieder ein bisschen damit zu beschäftigen, auch mit diesem Zusammenbau eben. Auch nachher zu denken, okay, vielleicht rüste ich meinen Computer auch nur auf, mein Mainboard an sich sehr gut, vielleicht nur eine neue Grafikkarte, einen neuen Prozessor, eine neue, ja, vielleicht noch eine größere SSD oder M2 und dann ist alles. Wenn du irgendwie Fragen hast oder so, kannst du dich auch ruhig melden. Ja.
dann nicht immer ein neues Rechnergeschichte sein. Ich meine, es gibt theoretisch noch, wobei Bilder werden keine mehr übertragen. Man schreibt gerade noch Moin. Vielleicht waren wir ja noch zu hören, man weiß es nicht. Mal schauen, ob jemand antwortet. Ja. Jetzt nochmal ein Hype-Train. Aber Twitch auf jeden Fall aus, wenn denn nur YouTube. Da auf YouTube musst du den Stream immer noch mal extra beenden. Deswegen, also YouTube werden ja auch immer weniger Leute streamen auf YouTube. Was mir schon oft aufgefallen ist, dass du gar nicht mehr streamst, aber auf YouTube du immer noch als live angezeigt wirst. Ja, also, weil da musst du teilweise extra noch mal wieder beenden und auch wieder hier Copyright Strike wegen hier der FIFA-Musik. Copyright Strike heißt, ne, von wegen Lizenzprobleme, weil war ja gestern im Stream, wo ich kurz raus musste, weil hier Baby am Schreien war, den ich nicht richtig beruhigen wollte, da lief ja dieser Hintergrundmusik von FIFA und kriegst du gleich wieder Copyright Strike. Bei Lizenzmusik. Hab wieder gemeckert. Twitch ist das egal. Aber ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Du spielst und dann geben sie den Copyright Strike drauf. Ja. Das ist, weil die Musik im Spiel halt wieder andere Rechteinhaber haben, ne? Kannst natürlich versuchen, da dagegen vorzugehen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Du wirbst ja für das Spiel, also muss der Spielehersteller das mit dem Musikhersteller schon abgemacht haben. Das hast du auch mit einigen, aber nicht mit jedem. Du hast wahrscheinlich dann wieder extra Geld, was die Spieleentwickler vielleicht auch nicht alle zahlen wollen. Ja. Geschichte da. Kannst du mir schnell den Lohner geben, dass die Spritze wieder auffüllen kann? Einen Moment. Komm sofort. Bitte, danke. Hast du. War doch mit dem Alpine DLC genau dasselbe, oder? Ja, genau, da war auch das Problem. Das war mit dem Trailer, ja, mit diesem Vorstellungstrailer. Ja. Auch gleich Copyrights. Weil ich meine, das ist nicht schlimm, davon kannst du eigentlich so viele machen, wie du willst. Nur, dass dann jeder Euro, den ich theoretisch mit dem Video verdiene, durch Werbeeinnahmen oder so, landet dann automatisch bei der anderen Firma, die die Lizenz hat für das Spiel. Oder für den Sound, hier für den Song. Okay. Vielleicht hätte ich damit 5 Euro verdient mit dem Livestream, gestern FIFA. Dann sind die 5 Euro dann bei dem Lizenzinhaber für die Musik. Super. Ja. Die holen sich ihr Geld schon. Ja, aber man kann das über YouTube mittlerweile ganz praktisch nachbearbeiten und automatisch rausschneiden lassen. Dann werden da halt, was weiß ich, dann fehlen da halt ein paar Minuten zwischendurch mal, wo dieser Song zu hören war. Oder man hat auch die Möglichkeit, einen anderen Song überspielen zu lassen. Aber du musst es trotzdem wieder nachbearbeiten und das ist einfach nervig dann, ne? Nur wegen irgendwie teilweise das eine Mal war ein paar Sekunden. Auf alles aufpassen heutzutage. Deswegen schalte ich eigentlich normal auch immer die Hintergrundsounds von den Spielen aus, die Musik angeht. Aber manchmal kommen sie dann doch durch, weil sie irgendwie im Menü sind und das Menü dann halt, wenn du sagst, hier Hintergrundmusik aus, ja, eigentlich aus, aber dann kommt wieder ein besonderes Menü, was vielleicht gar nicht davon in der Programmierung erfasst worden ist und auf einmal hast du doch wieder die Menü-Hintergrundmusik laufen. Was noch komischer ist, in Minecraft hat mein Sohn gestern so ein bisschen rumgedaddelt, da habe ich ihn einfach, also er hat da auch, also einen Spielstand in Anführungsstrichen, wo ein bisschen einfach versucht mit Maus, um so ein bisschen durch die Gegend zu latschen. Irgendwie hat er es geschafft, mit irgendeiner Tastenkombination Sprachaktivierung zu aktivieren. Und jedes Mal redet das Minecraft jetzt, wenn du ins Baumenü reingehst oder wenn du irgendwas machst, erzählt er dir immer, was er macht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das wieder ausschalten kann. Echt lustig. Und so eine komische Stimme, Baumenü. Was auch immer, oder ganz, ganz komisch. Muss ich jetzt erstmal googeln, wie man auf Minecraft die Sprachaktivierung deaktiviert. Ja, Mon. Ich habe auch bei Transport Fever auf einmal Pause drin gehabt und nur wusste nicht wie. Dann bin ich ins Menü und ach, super.
P? Ein Ding hier, Leertaste. Ah. Muss auch immer drauf kommen, ne? Mhm. Mit dem Finger bin ich irgendwie drauf gerutscht. Und auch drauf kommen, dass es die Leertaste ist und nicht P oder dieser Pauseknopf oder was auch immer so. Ja, wobei du kannst ja bei Transportfieber trotz Pause einfach weiterbauen. Da merkst du ja noch nicht mal was. Ja, stimmt. Kannst ja bauen. Gut, das wusste ich halt nicht. Wie ist das denn bei Tropico eigentlich? Gibt es da eigentlich auch? Ist das langsame Zeit, Vorspulen oder was gibt es da für Zeiteinheiten? Ja, aber das Geld ist ja trotzdem dann weg, oder? Wenn du baust, ist das Geld trotzdem weg, ja. Ja. Es kommt nur nichts Neues, weil ja die ganze Spielmechanik pausiert. Ja, ich glaube, das musste man teilweise auch bei Missionen machen, ne? Damit du erstmal auf Pause machst und dann so ein bisschen vorbereitest und keine Ahnung, und irgendwann, wenn du mal genug gebaut hast, hast du wieder auf Play gedrückt. Ja. Ist keine Bezahlpause. Jemand noch durch die, über die Brücke? Wird knapp jetzt mit 2 Minuten. Knapp. Alex, über Nacht sehen war aber nicht an. Ja, nee, ich schaff das Feld noch vorher. Hab ich das letzte Mal ja auch nicht gemacht. Preise abchecken. Wollen wir gute Preise? Irgendwo eine gute Entwicklung gesehen, Holger? Ich habe nicht geguckt. Der Kontostand ist ungewohnt, Alex. Ja, mega. Könnt ihr auch irgendwas beim Bauhof bestellen, dann ist er wieder normal. Das ist zu ruhig bei euch, ne? Aktuell keine offene Bestellung, oder? Habt ihr mittlerweile abgearbeitet? Die Pferde verkauft? Wirtschaftlicher Einbruch. Ja, habt ihr Pferde verkauft letztes Mal, ne? Das war doch gut. Nee, nicht alle, aber... Stimmt, haben wir verkauft. Dann habt ihr einen Sinn. Weil ich habe letztes Mal nicht mehr dran gedacht. Ist gut. Alles gut, Benjamin. Habt ihr das gar nicht mehr? Wolltet ihr letztes Mal, ne? Ja. Ja, wollten wir. Und ich haben wir schon aber überzeugt davon, das einfach zu machen, unabhängig von Rücksprache. War dann wohl doch nicht mehr gereicht. Die waren ja fertig, das war ja gesprochen, sobald die fertig sind, wird sie gebucht werden. Ja. Ja, auch macht ja Sinn, was soll das sein? Ja. Oder Matze? Ja. Ich höre. Lona bitte wegnehmen. Den Lona wegnehmen. Aufheben. Schon passiert. Jenny, die Sojabohnen ins Lager. Verkaufen. Verkaufen, okay. Scheide AG. Den Rest noch aus dem Lager. Höchstpreis. Okay. Wann waren wir eigentlich gestartet mit dieser Matchmap? Das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal geschnackt. Das war das nicht im Sommer noch? Ende Sommer? Folge hatte irgendwie genaue Folge 1 irgendwie. Oder den. Warte. In seinem Archiv gefunden. Bei mir ist schon auf der externen Festplatte. Vielleicht nicht so gucken. August. Mal wieder aufräumen, was man. Aber irgendwie ist, weiß ich nicht, löschen tue ich die Videos trotzdem noch nicht. Warum auch immer. Eigentlich könnte man sie auch löschen, aber speichert man sie trotzdem noch. Könntest du ja nochmal gebrauchen. Genau, für die Nachwelt oder so. Extra Festplatte. Das erste Thumbnail hatte ich am 4.7. erstellt. Oh, und war irgendwie im Juli gewesen sein. Also ein halbes Jahr. Kommt ja auch hin von den Folgen. Was ist das? War eigentlich auch klar, dass es so lange geht. 25 Millionen und 8 Produkte muss man auch erstmal machen. Da wir ja immer nur 2 Leute sind. Zwischendurch natürlich ein bisschen Hilfe durch Lieferung. Das hat schon was ausgemacht. 84. Folge. Was machen wir denn immer? Wir machen ja 3 pro Woche. Ja. Dann sind wir ja schon. Ja, 8.
28. Ziemlich genau. 28 Wochen, ja. Ne? Mhm. Ein halbes Jahr. Ja. Die 80. Folge läuft das ein. Die Zeit sieht man ja nicht. Jedes genau. Wochenende, gell? Ja. Fast. Nicht gewiss. Zwei, drei Ausfälle. Mein Trecker macht Männchen. Mein Drescher macht Männchen. Gut. Und der Schneidwerks Anhängerzipfel redet wie ein Schwanz. Vom Hund. Also mein Schneidwerk verschwindet immer so mehr oder weniger die Hälfte ins Feld rein und ich fahre da noch 2 km/h. Macht ihr sowas? Also bei mir geht's. Alles gut. Ich fahre locker durch. Ich auch. Also das ist jetzt der zweite, wo es so anfängt. Der letzte ging allein auf der freien Strecke noch 10 km/h, obwohl nichts an war. Anstelle von 40. Vielleicht mal die Fahrzeuge reparieren? 20%. Nein. Abgekoppelt, angekoppelt, jetzt geht's wieder. AEG. Gibt was Neues an der Autodrive oder Crossplay-Front, Holger? Stimmt. Nee. Inwiefern neu ist? Ja, nur nicht. So Frage. Ich kriege das ja nicht so mit. Bis auf, wenn ab und an mir ein Zuschauer mal eine neue Version schickt oder so. Oder es häufiger in den Kommentaren drin steht, von wegen gibt neue Versionen, kriege ich das ja nicht wirklich mit. Ja, Cosplay gab es, glaube ich, für gestern, also Freitag, also aus heutiger Sicht. 25 ist das, ne? Ja, ja, irgend sowas. Okay. Aber ich habe bloß kurz gelesen, was sie geändert haben oder haben vieles wieder gefixt dann. Das ist ja der Fix vom Fix vom Fix. Was er eh immer. Ja. Alles Fixer. Apropos Dani, Autodrive. Ja. Hast du schon mal, läuft's bei dir halbwegs flüssig, wenn du im Autodrive bei der Getreide AG abkippen willst? Kommt vielleicht drauf an, wie rum man reinfährt, aber eigentlich schon. Das geht. Bei uns wird, wir bleiben grundsätzlich vorher stehen. Ja. Nicht mehr. Ja. Dann du, du hast da was gemacht, Micha, oder? Na, funktioniert. Das, was ich jetzt alles probiert habe, ging gar nichts. Wir bleiben immer noch an derselben Stelle stehen. Von wo fahrt ihr ran? Von welcher Seite fahrt ihr ran? Also von unten. Der langen, auf dem langen Weg oder auf dem kurzen Weg sozusagen? Also mit dem... Also wenn es ganz nördlich nimmst, von West nach Ost fahren wir durch. Ja, würde ich auch sagen, mache ich glaube ich auch beim... Sind die Kurse vom Holger? Oh, bei mir funktioniert das. Jetzt vielleicht am Fahrzeug mit Kollisionserkennung, vielleicht auch an der AD-Version. Wir haben ja alles schon ausprobiert. Wir haben den Kurs mehrmals schon geändert, wir haben die Kollision rausgenommen. Er hält das vorher an, oder wie? Und dann? Wir haben sogar extra das Gelände angehoben, dass das Gelände so wie die Rampen ist. Wenn wir gedacht haben, vielleicht liegt es da dran, aber nix. Habe ich aber nicht, schon ewig nichts mehr verkauft. Da schon ewig nichts verkauft. LKW? Tatra. Scania. Also mit jedem muss man es probieren. Selbst ein Hacker. Ich weiß noch nichts. Verkauf, habe auch ewig da nichts verkauft, deswegen kann ich es nicht sagen. Verbindlich, ob es klappt oder nicht. Kannst du mal spaßeshalber probieren, bei Gelegenheit. Alex, ich geh mal Geld ausgeben. Jo. Außer es ist eben doch immer wieder offen Server, ne? Brennt dir ein Loch in die Tasche. Nee, deswegen wäre es immer interessant, weil... Also im Single funktioniert es. Im Single funktioniert es definitiv. Ja. Bin mir ganz sicher. Kann ich bestätigen. Ja. Ich habe nämlich eine Mission mit gemacht mit Abkippen bei der Getreidelage. Hat der wunderbar abgekippt und zurückgefahren. Das, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welchem Scania ich dort war. Entweder mit den 2-Achser oder den 3-Achser, den wir verwenden. Mit einem von beiden und definitiv auch mit der 1050, den wir auch auf dem Server haben. Hier den, der ist auch hier mit Torwaldsmod. Ja.
Den von Alex Blum meine ich. Ja genau, den mit denen. Und da habe ich sogar diese breiteren, diese Terra-Track-Reifen drauf. Wo du manchmal Probleme hast, weil die ein bisschen breiter sind. Du könntest einstellen, er soll da verkaufen fahren oder eine Mission, die da abgegeben werden sollte. Er bleibt immer davor stehen, einen Meter davor, bevor er abgibt. Komisch. Das wäre jetzt die Frage gewesen, ob es am Server liegt, die ganze Geschichte, oder ob das oder an der Quali liegt. Wir haben zwei für Blanco, Spielstand, Standardfahrzeug, Autodrive, Folgerkurse und gib ihm. Spielstand. Weil wir das auch selber theoretisch schon 5 bis 10 Minuten einmal getestet haben. Muss ja nur ein kleiner Schwunggetreide sein, muss ja nicht mal voll sein. Auch dieses Kaufsilo, wo man Getreide direkt einkaufen kann, oder man kauft es am Hof einfach, nicht hier Quatsch, am Shop einfach eine Ladung, hier Hafer und... Ja, müssen wir mal nächste Woche mal im Laufe der Woche probieren. Selbst wenn Holger auch sagt, das müsste klappen, dann Dinge ja wahrscheinlich irgendwie klappen. Dann müssen wir halt mal ins Spielstand aufmachen auf dem Server. Einfach danke mit. Jo, aber mehr machen wir auch in der nächsten Folge, wa? Das ist richtig, wir sind schon bei 26 Minuten, also bei mir jedenfalls hier. Habe ich diesmal auch tatsächlich, habe rechtzeitig aufgenommen. Ja, dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann geht's Donnerstag 9 Uhr hier weiter. Also Arbeit ist noch genug übrig. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht, aber ich denke mal ähnlich, ne? Sieht so aus. Bis dann. Ja. Ja, tschüss. Und tschüss. 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 Ciao. Ciao.